Ja, und das sind wir wieder auf zu neuen Schandtaten. Hab ich eigentlich schon versucht, das Bett zu benutzen? Nee, weil dafür ist später Zeit, das will er nicht. Okay, scheiße. Ich wollte das Ding irgendwie aufkriegen, ne? Was ist denn das für eine Notiz? Sehr geehrte Piraten von... Ah ja, das war das. Gouverneurin wurde entfernt. Bla, bla, bla. Magnetkompass benutze. Was? Ja, aber er zeigt Richtung Mili eine. Ah, super. Handzettel, Prospekt, Broschüre, Feder, Kieltinte, verstaubtes Buch. Ja, benutze Feder, Tinte mit Federkiel. Ich habe nichts Wichtiges aufzuschreiben. Okay. Das habe ich eigentlich nie. Das hat er schon gesagt. Totenkopfflagge. Was für eine Flagge. Ja, mich schaudert's, wenn ich sie nur ansehe. Das ist nicht gut. Wir reden nochmal mit der Crew. Kann ich was tun? Ich habe gehört, man geht sein, das werde ich gebe. Ich mache 43 Sekunden, um wieder zu Verstand zu kommen. Dann ist hier aber die Hölle los. Entschuldige, Guybrush. Schau mal, was von Kiel holen gehört. Englisch Keyhole 1, das Untertauchen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe gehört, bei Monkey Island sei das Wetter gut. Netter Versuch, Guybrush. Kann ich was tun, damit ihr mir helft? Entschuldige, Guybrush. Aber du stehst in der Sonne. Alter, seid ihr? Da ist eine Luke. Ihr hört mir auf. Ah. Was noch mehr Zeug? Was ist das da hinten? Ne? Betten, eine Hängematte, noch eine Luke, eine Türe. Ah, okay. Schön. Ich erinnere mich. Was? Frühstücksflocken. Die Marke habe ich als Kind immer gemocht. Okay, wir nehmen was. Ich mochte immer das Gefühl, wie sie am Gaumen kleben blieben. Okay, nehmen wir uns mal eine Packung. Was haben wir hier noch? Was? Nix. Ein Topf. Den nehmen wir auch mit. Noch ein Topf. Noch mehr Töpfe. Glühend rotes Feuer. Gemütlich warm. Und ein Kochtopf. Können ihn nicht anschauen. Sieht aus wie ein normaler Kochtopf. Okay, dann gehen wir mal wieder hoch. So. Nun, dann würde ich sagen, ne, steigen wir mal in die Luke noch hinab. Boah, das Geräusch ist ja nervend. Ein riesiges Stück Seil, das nehmen wir mit. Wir haben hier Truhen. Ja, wir gehen erstmal zu der schwarzen Truhe. Schwarz ist immer gut. Die öffnen wir mal. Die ist zugerostet. Was können wir denn zugerostet? Haben wir hier irgendwas? Nee. Kisten, ne? Nur alte, rostige Kisten, ne? Oh, Fässer. Das sind nur leere Fässer und noch eine Truhe. Schauen wir auch mal rein. Exzellenter Wein. Den nehme ich mit. Okay, wir haben guten Wein, ein riesiges Stück Seil. Sonst noch irgendwas hier? Noch mehr Fässer, Kisten, Truhen, ne? Und eine schwarze Truhe. Ich muss doch irgendwas haben, um das aufzumachen, oder? Visitenkarte, T-Shirt, Heftklammer, Karte, Pfefferminz, Gummihuhn, Tagesordnung. Das ist doch alles nichts. Oh, scheiße alles. Was machen wir denn? Ich würde sagen, wir schmeißen einfach Zeug in den Kochtopf rein. Oder? Seid ihr davon? Wein, ach. Benutze guter Wein mit Kochtopf. Ohne Rezept sollte ich mich nicht an dieses kulinarische Meisterwerk ranmachen. Wir haben aber wohl kein Rezept. Ey, ernsthaft? Soll ich an das Rezept kommen? Scheiße. Ein Seil. Vielleicht kann ich damit meine meuternde Crew, ja, fesseln.
mit meuternder Crew. Was würde ich dafür geben, sie gleich hier aufzuhängen? Alter, Fesseln nicht aufhängen! Kollege, komm klar! Komm, da hinten können wir auch wirklich nichts machen. Irgendwie hintergehen oder so. Hallo? Irgendwie so. Nee, gar nicht. Mist. Geh zu. Luke? Nee. Sonst mehr. Kanone. Probieren wir. Benutze Stückseil mit Kanone. Ah, eine Lunte. Cool. Ach. Warte mal. Kanonenrohr. Ja, ich hab's mir gedacht. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich habe irgendwie die Befürchtung, wir müssen wieder in die Kanone reinsteigen. Bloß nicht. Gut, da war ein Stück Seil. Was, noch ein Stück Seil? Okay. Topf, Frühstücksflocken. Ne? Ja, die hat er als Kind immer gemocht. Lesezeichen. Ne? Das Oberteil einer Frühstücksflockenschachtel, ja. Können wir die, warte mal, öffne. Frühstücksflocken. Knusper, 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 knusper. Ha, toll. Drin war ich nie rüber. Oh, was für eine Überraschung. Schau an. Überraschung. Es ist keine Überraschung. Ah, ein Schlüssel. Mit einem eingravierten Affen. Schön, vielleicht klappt der an dem Schrank. Juhu. Was? Eine Truhe? Schau an, Truhe. Sieht wie eine sehr schwere Metalltruhe aus. Öffne Truhe. Nun, die ist die Sch Was? Mann, ist die schwer. Ohne Zweifel randvoll mit Gold und Juwelen. Schau an, Truhe. Sieh an, ein Stück Papier. Und ein paar Zimtstangen. Yeah! So geht es zu Monkey Island. Och Gott, das muss ich mir jetzt ja kurz aufschreiben. So, was? Eine. Hallo, Kugelschreiber. So, eine Zimtstange. Eine Zimtstange. Vier Pfefferminzblätter. Vier Pfeffer. Ah, Minz. Ach, das ist egal. Komm, wir lesen es die ganze Zeit vom Zettel ab. Ich schreibe jetzt hier nicht alles Mögliche auf. Wir haben das ganze Zeug gar nicht. Ne, was? Also, die Zimtstange haben wir. Pfefferminzblätter haben wir nicht. Die menschlichen Schädel haben wir nicht. Was? Ein Tropfen Krakentinte haben wir auch nicht. Affenblut. Ein ganzes Huhn. 3 Unzen. Das haben wir alles nicht. Ein oder mehr der folgenden. Vitamin B12, Lecithin, Malz, Bindemittel oder naturidentisches Aroma. Bindemittel, da könnten die Haferflocken eventuell gehen. Mal schauen, ob es auch mit dem Zeug geht, was wir haben. Naja, sehr viel haben wir ja nicht, ne? Benutze Zimtstangen mit Kochtopf. Ich mag Zimt. Benutze, oh, keine Ahnung, guter Wein. Das sollte reichen. Nutze Stückseil. Ich habe schon genug Ballaststoffe. Benutze Frühstücksflocken. Wird das gut. Vielleicht noch irgendwas. Verstaubtes Buch. Ah, Tinte. Nur einen Tropfen. Federkiel-Broschüre. Vielleicht den Federkiel, weiß nicht. Ach, Tatsache. Schmeißt einfach so rein. Klarer Kopf beim Navigieren. Ja. Magnetkompass, Visitenkarte, Notiz, T-Shirt. Ah. Vielleicht das auch noch? Ah, schön. Kann ich da vielleicht alles loswerden? Okay. Tagesordnung. Klappt nicht. Gummihuhn. Ach, das ist das ganze Huhn. Und da haben wir auch Pfefferminz. Yeah. So, was brauchen wir noch? Karte, Heftklammer. Vielleicht den Heftklammerentferner. Okay. Handzettel, Prospekt, Broschüre. Nee, das geht nicht. Prospekt geht auch nicht.
Broschüre auch nicht. Tinte haben wir schon drinne. Vielleicht ein bisschen Staub mit dem Buch. Ach ja, klar. Immer wieder gerne. Was, das Lesezeichen kann ich so nicht benutzen? Okay. Frühstücksflocken ist drinne. Den Schlüssel weiß nicht. Oh ja. Natürlich, der haut auch alles rein, ne? Wenn es wirklich sein. Ach genau, das ist ja unser Helm. Benutze Stück Seil mit Kochtopf. Haben wir schon genug. Wein haben wir drin, Stück Papier. Nee, das sage ich auch. Okay. Jetzt so. Voller Müll. Hoffentlich muss ich das nicht essen. Benutze Kochtopf mit. Nee. Nimm Kochtopf. Okay. Was muss ich jetzt machen? Wir schauen nochmal an. Zimtstange haben wir rein. Pfefferminzblätter haben wir als Pfefferminz rein. Ein menschlicher Schädel. Den habe ich nicht. Krakentinte haben wir die Tinte rein. 0,5 Liter rotes Affenblut. Das haben wir auch noch nicht. Das Huhn haben wir rein. 3 Unzen Schwefel, weiß ich jetzt halt nicht. Vitamin B12 weiß ich nicht. Lecithin, Malz weiß ich nicht. Bindemittel haben wir bestimmt drinne. Naturidentisches Aroma. Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Hinten ist eine Axt. Ach, das ist ein Pirat da an der Wand und da steckt eine Axt drinne. Auch schön. Ja, schön. So, wenn man sich nur irgendwie per Blinken oder so anzeigen lassen könnte, was man hier noch alles klicken kann. Das ist bei den neuen Adventures immer so schön, da klickt man eine Taste und dann blinkt alles auf. Schau die Fässer an. Sieht aus wie Fett. Ah, nimm Fässer. Schießpulver, das ist der Schwefel. Wir hatten hier noch irgendwo Fässer hier. Sind leere Fässer, okay. Ach, für die 0,5 Liter Affenblut haben wir den Wein rein, genau. Da kann man nichts mehr machen. Schwarze Truhe, da ist bestimmt der Schädel drin oder so. Komm, benutze schwarze Truhe, klappt so nicht. Öffne die Scheißtruhe. Zugerostet, Cheesepulver, Stück Papier. Guter Wein, Stück Seil. Benutze Stück Seil mit schwarzer Truhe. Nee. Nimm schwarze Truhe. Nimm mit, komm. Nee, Mist. Oh, Frühstückszeichen, Lesezeichen. Totenkopfflagge, Tinte. Ja, irgendwie weiß ich nicht. So, holen wir mal das Schießpulver gleich auch noch rein. Kann ich da vielleicht auch die Totenkopfflagge reintun? Probieren wir es mal. Ach ja, klar, warum nicht? Warum nicht? Schießpulver. Ah, fertig! Gestank und Rauch überwältigen Guybrush und er verliert das Bewusstsein. Wenige Augenblicke später setzt der Voodoo-Spruch ein, der das Schiff auf unbekannten Kurs bringt. Tage vergehen. Komm, steh auf. Ich fühle mich scheußlich. Super, dann haben wir doch alles gehabt, was wir brauchen. Sehr schön. Zeichen für den Schädel, für den Schädel reingeworfen, ja. Michlaus, der Affe. Es ist Monkey Island. Ja, benutze die Kanone. Komm, wir fliegen weg. Ohne grundsätzlich die Gefahr nicht auf mich nehmen. Ach so, okay. Komm, wir gehen zu Monkey Island. So weit kann man nicht laufen und ich kann nicht schwimmen. Ja, dann müssen wir die Kanone benutzen. Mist. Hey, seht mal. Wir sind ja bei Monkey Island. Sag uns Bescheid, wenn du die Gouverneurin gefunden hast. Wir haben noch einen Stuhl für sie übrig. Ihr Penner. Benutze Lunte mit, weiß nicht, Kanone? Scheiße. Vielleicht muss ich halt hier durch die Luke
Vielleicht muss ich ja irgendwas anzünden oder so. Benutze Stück Papier. Ach nee, das geht nicht. Benutze Stück Seil mit glühend rotes Feuer. Das brauche ich später vielleicht noch. Benutze Wein nicht, Frühstücksflocken nicht, Lesezeichen. Geht auch nicht. Die drei gehen nicht. Visitenkarte, benutze Visitenkarte in glühend rotes Feuer. Ich ver... Was? Was hat jetzt alles verbrannt? Ah, brennende Masse, cool. Damit kann ich die Lunte anzünden, ne? Benutze brennende Masse mit Lunte. Ja. Und jetzt? Ist abgebrannt. Toll. Vielleicht noch ein kleines Stück Seil. Super. Benutze. Topf. Ey, Alter, wir müssen da rüber. Benutze Kanone mit Topf. Das wird nicht klappen. Benutze brennende Masse mit Lunte. Benutze Kanonenrohr. Hey, die Kanone ging nicht los. Benutze kleines Stück Seil mit Kanone. Ah, jetzt haben wir nur ein kurzes. Benutze brennende Masse mit Lunte. Benutze Kanonenrohr. Hä? Okay, kurzes Stück Seil mit Kanone. Minimal. Was passiert, wenn wir alle aufbrauchen? Benutze minimales Stück Seil mit Kanone. Unendlich kleines Seil. Aha. Das ist ein interessantes Spiel, ja. Ach, das ist jetzt unendlich. Ah, okay. Das kann ich jetzt so oft verwenden, wie ich will. Schön. Dennoch müssen wir irgendwie auf Monkey Island kommen. Ja. Truhe, komm, wir benutzen das Bett. Später, später, später. Immer später, du Arsch. Geh zum Leiter. Ja, da oben kann ich auch nichts machen, ne? Ja, da. Geh zu Deck. So, geh zu Luke. Ich habe noch eine Idee. Wie wir vielleicht die Kiste unten aufbekommen. Nimm Schießpulver da raus. Los. Ich nehme noch etwas mehr. Benutze Schießpulver in schwarze Truhe. Das klappt nicht. Okay, benutze Schießpulver mit brennender Masse. Okay, auch nicht. Geht zu... Ah, vielleicht das Schießpulver in die Kanone rein noch. Und dann anzünden. Ja, mal probieren. Benutze Schießpulver in Kanone. Hier ist kein Platz für das Schießpulver. Hä? Benutze Schießpulver in Kanonenrohr. Ah. Benutze brennende Masse. Nee, warte mal. Nicht, nee. Komm mit zum Stange. So. Ah, was können wir vielleicht reintun? Benutze Pfefferminz. Nee. Benutze Tages... No. Benutze Karte. Ach. Benutze Heftklammerentferner auf Kanonenrohr. Nee. Können wir nicht weg. Ja, das klappt auch nicht. Magnetkompass geht nicht. Die drei Zettel gehen nicht. Benutze Tinte mit Kanonenrohr. Geht auch nicht. Das Lesezeichen geht nicht. Frühstücksflocken gehen nicht. Benutze Topf. Ach so. Okay. Jehaha! Unter Monkey Island.
Hallo, ich bin Hermann Two-Fruit. Na, du brauchst mich nicht zu begrüßen. Ich habe ja schon 20 Jahre auf einen zivilisierten Menschen gewartet. Mir macht das nichts aus. Gut. Übrigens, vielleicht solltest du das Feuer da löschen. Du könntest jemandem wehtun. Ey, wat'n Arsch. So, genau. Ja, wir sind auf Monkey Island. Ein riesen Bananenbaum neben uns, eine Banane am Boden, ein Zettel am Baum. Und wir hören dann mal auf wieder für heute. Es ist inzwischen, ja, 5 Uhr morgens. Oh, wie die Zeit vergeht, wie die Zeit vergeht. Ihr glaubt es mir nicht. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht, beziehungsweise einen schönen Tag. Bis denn.